Wir begrüßen Sie aus Dresden. Guten Abend zum Mitmachspiel. Englische Woche der zweiten Bundesliga. Die SG Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Wir freuen uns drauf, live dabei zu sein bei einer Mannschaft, die am Wochenende die Krise beendet hat mit dem Sieg gegen Regensburg. Auf der anderen Seite Bielefeld war schon Tabellenführer, ist jetzt runtergestürzt nach zwei Niederlagen. Wir sind sehr gespannt, wer heute Abend die Punkte mitnimmt. Freuen uns drauf. Dresden feiert ein ganz besonderes Spiel. 50 Jahre ist das erste Europapokalspiel gegen Glasgow her. Deswegen auch besondere Trikots heute Abend bei den Gastgebern. Wir schauen zunächst mal, wie Dresden beginnt. Eine Überraschung vorne mit Berko statt Duljevic in der Offensive. Mlapa, Horvat. Es ist die Dreieroffensive bei Dresden. Rechts Seguin in der Verteidigung. Dazu Lamberts im Mittelfeld neben Hartmann und Ausmann. Der Blick auf die Gäste aus Bielefeld mit Ortega im Tor, der ehemalige Dresdner Teixeira in der Verteidigung, neben Behrendt, Börner und Hartherz, Kerschbaum im Mittelfeld, vorne Klos, Vogelsammer, das ist die Doppelspitze, die variabel agieren wird, Fabian Klos, der ja auch wieder seine Einsätze bekommt von Trainer Jeff Seibene. Wir sehen Hemlein im Bild, davor Andreas Lumpi-Lamberts im Mittelfeld neben Kapitän Hartmann. Und dann kann es losgehen. Schiedsrichter kommt aus Rostock von der Ostsee, René Rode. Und dann also dieses Mittwochspiel. Dresden in den besonderen weißen Trikots, wie damals vor 50 Jahren, beginnt dieses Spiel hier in Dresden. Lamberts, Seguin, weiter für Horvat, abgeblockt von Julian Börner, gibt die erste Ecke dieses Spiels für Dresden, nachdem Bielefelds Innenverteidiger dran war. Julian Börner hatte einen furchtbaren Auftritt vor einigen Wochen gegen Duisburg beim 0:4 zu Hause. Am letzten Wochenende ein knappes 3:4 gegen Darmstadt. Sie wollen wieder punkten. Zunächst mal Ecke Dresden, Lamberts. Und Berko! Klasse Kopfball, 1:0 Dresden. Perfekter Start für die Gastgeber, für die SG Dynamo. Erst die Ecke rausgeköpft, aber dann klasse nachgesetzt. Perfekter Ball von Lamberts und drei Bielefelder schaffen es nicht, gegen Berko zu verteidigen, der gegen Duljevic das Duell gewonnen hat heute. Auf der linken Seite beginnt und gleich mal das Tor macht für Dresden. So kann man doch mal loslegen in diesem wichtigen Heimspiel gegen Bielefeld. Erik Berko, letzte Station, Stuttgarter Kickers, dritte Liga. Und jetzt das wichtige Tor für Dresden gemacht. Und es würde damit weitergehen mit Misserfolgen für Bielefeld. Nächster Ballgewinn durch Horvat. Lapper gesucht, nicht gefunden, Kerschbaumer und Prietl. Teixeira gegen Berko und Müller, Freistoß für Dynamo. Bei den Gästen aus Bielefeld in der Startelf eine Überraschung, dass Staude wieder draußen sitzt, wie schon gegen Darmstadt. Hemlein dafür rechts und auf der linken Seite beginnt Weihrauch. Neuzugang aus Würzburg, der auch schon bei den Bayern gespielt hat. Allerdings meist in der zweiten Mannschaft oder in den Jugendteams. Prietl, Kerschbaumer weiter für Vogelsammer. Klos.
Ballgewinn. Und jetzt kann es mal schnell gehen. Klos. Ganz wichtig von Seguin, daran zu gehen gegen Fabian Klos. Das war der frühe Ballgewinn. Und dann finden sie mal den Mann, der schon so viel Tore gemacht hat, aber in dieser Spielzeit auch seine Probleme hat. Fabian Klos. Zuletzt immer in der Startelf. Aber zu Beginn der Spielzeit gab es, wie schon in der Rückrunde, einige Unsicherheiten beim Stürmer. Bekommt aber jetzt wieder das Vertrauen des Trainers, der Arminia. Die Idee war gut von Lapper. Findet aber Micha Osman und Lamberts. Britel, kein Foul von Osman. Britel bleibt liegen und das Spiel geht weiter mit Berko. In der Mitte ist ganz viel Platz für Osman. Toll gehalten von Ortega, direkt vom K-Block der Dresdner. Aber es gab einige Diskussionen, weil Britel liegen blieb nach dem Zweikampf mit Osman. Aber klar ist auch, Spiel soll weiterlaufen. Erst dann, wenn der Schiri pfeift. Ist Pause. Mlapper mit dem Kopfball. Der Schiri war noch dran. Gibt gleich den nächsten Eckstoß für Dresden. Und die Ecken sind bislang richtig gut. Von beiden Seiten getreten von Andreas Lamberts. So auch jetzt. Ja, kaum sagt man's. Landet die Ecke genau beim Gegenspieler, bei Vogelsammer. Mlapper, Lamberts. Aber so vielleicht, Torwart. Nicht gut mitgenommen. Osman, klasse gemacht. Horvat. Seguin. Wieder Horvat. Die neue rechte Seite. Ball zurück zu Ballas. Neuaufbau der Dresdner. Nächste Flanke, Hartmann. 20 Minuten gespielt. Es ist sehr viel möglich für Dresden, wenn sie über außen kommen, weil die Flanken von beiden Seiten gut kommen, weil sie Spieler haben, die das in der Mitte gut machen. Und dann ein Traumtor für Dresden durch Lamberts. Andreas Lumpi Lamberts. Keine Flanke, kein Kopfball. Einfach mal abgezogen. Nach dem Pass von Hartmann. Ortega kommt nicht ran. 2-0 Dresden. Es wird klar für Dynamo. Aber da sieht Ortega auch nicht gut aus. Hätte für meine Begriffe viel stärker abspringen können, um diesen Ball besser zu erreichen. 1-0 durch Berko, 2-0 durch Lamberts. Bielefeld braucht dringend eine Antwort. Sonst droht das nächste Debakel wie schon gegen Duisburg. Bitte. Vogelsammer, schön gesehen. Weihrauch, erste Chance für Bielefeld. Und gerade so verteidigt von Müller auf der linken Seite gegen Klos. Da wir nochmal diesen wunderschönen Schuss von Lambert sehen, genau auf die Dresdner Fans. Bislang ein toller Mittwochabend hier für die Gastgeber, für Dresden, Ecke Bielefeld-Hemmlein. Teixeira. Rittel sieht jetzt besser aus bei Bielefeld. Hemmlein nicht im Abseits, doch Fahne doch oben. Beim Assistenten hatte kurz gewartet.
aber es dann für meine Begriffe falsch gesehen. Denn das war kein Abseits, da stand, meine ich, noch ein Dresdner mit der Hacke näher am Tor der Gastgeber und damit wäre es dann eine hauchdünne Entscheidung eigentlich gegen Abseits. Bitter für Bielefeld. Es läuft im Moment nicht bei der Arminia. Stattdessen wieder Osman mit der nächsten Flanke. Ortega. Seguin. Horvath. Hartmann, wieder Horvath gegen Kerschbaumer. Freistoß für Dresden. Nach einem überheftigen Rempler, den zumindest der Assistent, der wenige Meter entfernt stand, so gesehen hat. Für mich war es jetzt hart entschieden, diesen Freistoß zu geben für Dresden. Horvath. Ortega, wieder rausgekommen. Geht jetzt öfter raus, um den Ball wegzufausten, weil sie in den Kopfballduellen nicht gut aussahen. Mlapa abgeblockt. Kein Problem für Börner. Hartherz. Laufduell mit Lamberts. Vogelsammer kommt nicht an den Ball und jetzt gibt es Freistoß, meine ich, für Bielefeld. Auch wenn ich nicht gesehen habe, was war. Es gibt Freistoß für Dresden. Also kann ich beides, um ehrlich zu sein, nicht nachvollziehen nach der Flanke, die Vogelsammer nicht erreicht hat. Für mich war da weder ein Foul des Dresdners noch ein Foul eines Bielefelders. Hartmann. Horvath gegen Hartherz. Und Mlapa. Flanke schien ungefährlich, aber wurde dann noch richtig gefährlich für die Bielefelder Verteidigung. Kämmlein. Und Ballas ohne Probleme gegen Christoph Hemlein. Nach vorne einfach zu ungefährlich. Eine große Chance gab es für Bielefeld, als Müller gerade so verteidigen konnte für Klos. Ansonsten aber spielt hier vor allem Dresden. Klos nach diesem Patzer. Jetzt mal die Chance, schnell nach vorne zu kommen. In der Mitte ist Vogelsammer und auch Prietl. Aber das machen sie dann richtig gut. Seguin verteidigt. Kam aus Wolfsburg, hat auch schon Bundesliga gespielt, auch schon im Pokal mal eingewechselt beim VfL. Und jetzt in den letzten Spielen Stammspieler gewesen, zweimal zuletzt begonnen gegen Fürth und Regensburg. Ecke Hemlein. Schwebe! Und Behrendt! Schöner Abschluss eines Innenverteidigers, der bislang die beste Chance kreiert für Arminia Bielefeld. Schwebe ist toll zur Stelle. Zweites Jahr für ihn bei Dynamo Dresden. Ausgeliehen aus Hoffenheim. Nächste Ecke für Bielefeld Hemlein. Auch die ist gut. Weihrauch. Und Klos in die Arme von Marvin Schwebe. Kerschbaumer scheint, als sei die Arminia jetzt aufgewacht. Das Ganze kurz vor der Halbzeit. Vielleicht schaffen sie es nochmal, vors Tor zu kommen und diese
eine Chance zu bekommen zum Anschluss vor der Pause wäre sehr wichtig für das Team von Salbene. Wieder Klos. Ball läuft jetzt deutlich besser. Klos abgeblockt von Badas. Rethel. Kerschbaumer. Weiter für Vogelsammer. Und auch das kein Problem für Müller in der Innenverteidigung. Kartherz, Nachspielzeit abgelaufen. 3 Minuten waren angezeigt. Die müssten jetzt abgelaufen sein, dann ist eigentlich Pause, so ist es. René Rode pfeift zunächst mal zur Halbzeit. So ist es, eine klare Führung für Dresden. Auch wenn die letzten, 10 Minuten gezeigt haben, wie es gehen kann für Bielefeld. Ein Kopfballtor von Berko in der Anfangsphase dazu. Lambert mit einem wunderschönen Distanzschuss zur 2:0 Halbzeitführung. Kurze Pause, gleich geht's weiter und die große Frage, schafft Bielefeld die Wende? Können sie das fortsetzen, was sie gezeigt haben mit guten Aktionen? Gleich geht's weiter hier in Dresden. An diesem Mittwochabend Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Bis gleich!